Hallo liebe Judo-Freunde, einen schönen guten Tag und liebe Grüße aus Kirchschlag. Ja, ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört. Jetzt mache ich mal wieder ein Kochvideo. Ich war zwischendurch in Urlaub, ihr werdet das Video gesehen haben, von Montenegro. Eines kommt außerdem noch, ich habe es noch nicht fertig bearbeitet. Heute mache ich Krähenfleisch. Normalerweise macht man das mit Schweinebauch. Ich bin momentan auf Diät, ich sollte ein paar Kilo abnehmen. Ich habe hier schön mageres Rindfleisch zum Kochen, ein Hüferscherzel, circa 1 Kilo. Kartoffeln habe ich schon geschält. Halben Kohlrabi, Viertelteil von einem Sellerie, Karotten, Knoblauch, zwei große Zwiebeln, ja normal, Petersilienwurzeln, ich habe keine bekommen, jetzt nehme ich Pastinaken, ist egal, es kommt ziemlich aufs Gleiche raus. Ja Freunde, ich möchte euch nicht langweilen mit irgend Nebenarbeiten, ich habe jetzt gezeigt, was alles drin ist. Ich werde das jetzt klein schneiden, nicht klein, sondern grob gewürfelt oder Stäbe schneiden, aber nicht zu fein. Das alles kommt dann in den Römertopf. Das Befüllen werde ich euch dann zeigen. Das Gemüse habe ich grob geschnipselt. Jetzt zeige ich euch, wie man den Römertopf befüllt. Natürlich habe ich den 20 Minuten gewässert, das ist ganz wichtig. So, zuerst mal das Fleisch. Braucht man relativ wenig Würze. Ich habe hier eine Fertigmischung, Lammbraten. Ich werde das unten verlinken, damit ihr seht, wo man das bekommt. Also das ist ein Lammbratengewürz, eignet sich aber hervorragend auch für Rindfleisch. So, das müsste genug sein. Dann habe ich hier noch Lorbeerblätter, 3-4 Stück, Wacholderbeeren, Pfefferkörner. Ja, und dann kann es losgehen. Das Gemüse hier, das habe ich in einer großen Schüssel, also auf diese Menge von Gemüse, ich sage jetzt, das ist circa 1 Kilo, vielleicht etwas mehr, einen halben bis dreiviertel Teelöffel mit Salz. Man braucht nicht wirklich zu viel Salz geben. Also ihr seht, es geht sich aus. Ich war mir nicht sicher, aber das ist okay so. So. Dazu brauchen wir jetzt noch ca. 100 ml Wasser, nicht zu viel. Das Gemüse und das Fleisch lässt genug Wasser. Für die Würze habe ich hier noch Sojasauce. Oben auf die kleinen Kartoffeln. Als Beilage Gemüse, Kartoffeln, Fleisch ist. Leute, ihr werdet sehen, das schmeckt wunderbar. So. Und das war's dann schon. Deckel drauf. Es ist kein typisches Krähenfleisch, möchte ich dazu sagen. Das ist eigentlich. Wird Krähenfleisch in einen Topf gekocht, ich mache das lieber im Römertopf, da kann ich alles zusammengeben und das funktioniert, ich habe das schon ausprobiert. Ja Freunde, in kalten Ofen, ins kalte Backrohr reinstellen, eine Stunde bei 200, 220 Grad, je nachdem, jeder Ofen reagiert anders,
Ich mache das mit 200 Grad eine Stunde, dann alles auf Null und circa 1,5 Stunden nachgaren lassen. Das funktioniert, also das Fleisch wird butterweich und das Gemüse, das funktioniert da los. Ja, ich werde das jetzt ins Backrohr geben und ich melde mich dann wieder, wenn ich mir eine schöne Portion frisch aufs Teller gebe, damit ihr das seht, wie das aussieht. Bis später dann, Freunde. Wird circa 2,5-3 Stunden dauern. In der Zwischenzeit werde ich die Kamera ausschalten, denke ich mal. Bis später. 2,5 Stunden sind vorbei. Mal sehen, was da drinnen jetzt los ist. Oh. Also ihr könnt sehen, das dampft richtig auf. Fleisch schön weich. So, das werde ich jetzt mal rausnehmen. Super schön. Dazu gibt es jetzt Gemüse, Kartoffeln, etwas von der Brühe, und da kommt jetzt noch frisch geriebener Krenn drüber, Meerrettich für die Deutschen, ich weiß nicht, wir in Österreich sagen Krenn dazu. Es ist ein sehr gutes, gesundes Essen, nicht zu fettig. Sie können sehen, schaut top aus, es wird auch genauso gut schmecken. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Gebt Kommentare ab. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachkochen. Mir selber wünsche ich jetzt einen guten Appetit. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Auf Wiedersehen, tschüss und servus. Damit ich es nicht vergesse, bleibt so anständig, wie ich sein sollte. Bye, bye.